Gemäß Schätzungen von UNICEF werden mehr als 2 Millionen Mädchen im Jahr an ihren Geschlechtsorganen beschnitten. Diese Tradition ist über 3000 Jahre alt. Sie kann keiner Religion oder sozialen Schicht zugeordnet werden. Obwohl in den meisten afrikanischen Ländern per Gesetz verboten, wird diese grausame Verstümmelung des weiblichen Körpers weiter praktiziert. Betroffen sind meistens Mädchen zwischen 4 und 12 Jahren. Es kommt aber auch vor, dass eine junge Frau noch während ihrer ersten Schwangerschaft beschnitten wird. Alle 15 Sekunden trifft es irgendwo auf der Welt ein Mädchen oder eine Frau. 6000 im Tag. Diese Mädchen und Frauen haben überlebt. Doch zu welchem Preis? Viele von ihnen leiden ein Leben lang an chronischen Infektionen und unzähligen Problemen bei der Menstruation, beim Geschlechtsverkehr und beim Gebären. Neben den physischen Folgen können auch psychische Probleme auftreten. Als schwächstes Glied in der Gemeinschaft fügen sich die Frauen den Zwängen, welchen sie unterworfen sind. Die Gesellschaft deklariert diesen Eingriff als Einstieg in die Pubertät und als rituelle Reinigung. Dieses Weitergeben von Ritualen von Generation zu Generation ist Teil der Kultur. Auch wenn dies, wie im Fall der weiblichen Beschneidung, ernste Schäden hinterlässt. Nuria Hussein und Hamila Beker, zwei ehemalige Beschneiderinnen in Äthiopien. An ihren Händen klebt Blut. Sie haben hunderte von kleinen Mädchen beschnitten und viele von ihnen damit in den Tod geschickt. Obwohl ich wusste, dass es sehr schmerzvoll und schlecht ist, konnte ich nicht anders handeln. Wir waren nicht gebildet, wir wussten nichts. Wir nahmen dies als unsere Kultur, unsere Tradition. Hätte ich meine Tochter nicht beschnitten, kein Mann hätte sie geheiratet. Sie wäre sitzen geblieben. Um also die soziale Stellung meiner Tochter aufrechtzuerhalten und ihre Zukunft nicht zu ruinieren, beschnitt ich sie. Solange Frauen und ihre Gemeinschaften nicht besser über die Auswirkungen dieser Praktiken unterrichtet werden, wird sich wenig ändern. Auch sollten wirtschaftliche Alternativen angeboten werden, um diese gefährlichen Traditionen sinnvoll zu ersetzen. Ich, die Mutter, hatte meine Tochter so verstümmelt, dass der Arzt nach der Geburt ihres Kindes aus dem Gebärsaal kam und mich schlug. Er fragte, ob ich meine Tochter töten wollte. Er konnte sich nicht vorstellen, wie ein Mensch und sogar die eigene Mutter so etwas tun konnte. Meine Tochter wäre bei dieser Geburt beinahe gestorben. Nach diesem Erlebnis behandelte mich meine Tochter nicht länger wie eine Mutter und sie schaute mich an wie ein verwundetes Tier. Die Art der Beschneidung und wie sie ausgeführt wird, ist von Land zu Land verschieden, hängt von der jeweiligen Ethnie und vom ländlichen oder städtischen Lebensraum ab. In vielen Regionen wird die Beschneidung an jungen Mädchen gefeiert und die Betroffenen erhalten Geschenke. Fatuma ist eine der vielen Mütter, die ihre Tochter verloren hat. Meine Tragödie ist, dass ich als Beschneiderin die eigene Tochter beschnitten habe. Nach der Beschneidung band ich ihr die Beine zusammen. Sie konnte nicht einmal Wasser lösen. Nach einer Woche starb sie. Der österreichische Schauspieler Karl-Heinz Böhm lebt seit vielen Jahren in Äthiopien. Während der Jahre extremer Dürre hatte er mit seiner Hilfsaktion Menschen für Menschen viele Dorfgemeinschaften vor dem sicheren Tod gerettet. Heute kämpft er in diesem Land an vorderster Front gegen die Beschneidung. Ein persönliches Erlebnis war ausschlaggebend dafür.
Und da lag dieses Mädchen Safia, das ich so lieb gehabt habe, mit ihren 8, 9 Jahren, die sie damals gehabt hat. Und er hat ihr die Beine auseinandergerissen. Und ich habe einen Schock erlebt, wie ich ihn nie mehr in meinem Leben erlebt habe und sicher erleben werde und vorher erlebt habe. Ich kann mir etwas Schreckliches nicht vorstellen. Man hatte dieses Mädchen total beschnitten. Sie war in einem Blutgerinnsel, sie lag nur in einer Blutlache und hat geschrien, 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 geschrien. Frauenfeindliche politische und religiöse Überzeugungen, Ungleichheit vor dem Gesetz, geringe Bildung, strenge gesellschaftliche Konventionen und die ökonomische Abhängigkeit der Frau vom Mann. Dies alles führt dazu, dass die Frauen ihrer fundamentalsten Rechte auf Gesundheit und einen unversehrten Körper beraubt werden. In vielen Gesellschaften liegt der Grund für die Beschneidung des weiblichen Körpers in dem Glauben, dass dies die sexuelle Lust der Frau reduziert und sie somit weniger in Versuchung kommt, außerhalb der Ehe sexuelle Beziehungen zu pflegen. Die sexuelle Treue einer nicht beschnittenen Frau wird in Zweifel gezogen. Doch auch der Mann bezahlt seinen Preis dafür. Meine Frau ist beschnitten. Leider, muss ich sagen. Eine beschnittene Frau hat überhaupt nie den Wunsch nach Sex. Denn Sex bedeutet für sie jedes Mal, große Qualen erdulden zu müssen. Der Körper ist so zerschnitten, von Freude kann da keine Rede sein. Diese schmerzvolle Tradition ist tief verwurzelt. Aber wie ist es möglich, dass Mütter und Väter bewusst eine so gewaltsame Handlung, unter der sie selber gelitten haben, weitergeben? Doch es gibt sie, die neue Generation von Afrikanerinnen, die sich zum Ziel gesetzt hat, diesem Verbrechen an den Frauen ein Ende zu setzen. Ihr Kampf richtet sich nicht nur gegen traditionelle Praktiken, sondern will Mentalitäten, Verhaltensweisen und Erziehungsgrundsätze ändern. Darüber hinaus sollen Ignoranz und Gewalt ausgerottet werden. Können Theaterszenen dabei helfen? Diese Jugendlichen spielen Situationen, Szenen, in denen sich die jungen Frauen gegen die Beschneidung wehren und klar machen, dass sie nicht länger gewillt sind, dieses grauenhafte Schicksal so einfach hinzunehmen. Mütter und Väter werden oft zum ersten Mal mit Gegenwehr der Jungen konfrontiert. Die Migration hat dieses Verbrechen an der Frau auch nach Europa, Amerika, Kanada und Australien gebracht. Mädchen werden illegal durch einen hier ansässigen Arzt aus dem Ursprungsland beschnitten oder eine Beschneiderin wird extra aus dem Land herbeigeholt. Es kommt auch vor, dass Mädchen für die Ferien nach Hause geschickt werden, wo dann die Beschneidung vorgenommen wird. In Paris hat die engagierte Juristin Linda Weil den Kampf gegen diese alte Tradition aufgenommen. Für sie hat der Schutz gefährdeter Mädchen, die in Frankreich leben, höchste Priorität. Auch wenn die Eltern erklären, dass sie gar nicht anders handeln können, dass sie den Traditionen ihres Landes Folge leisten müssen, dass sie nur das Beste für ihre kleinen Mädchen wünschen, dass ihre Mädchen, wenn sie nicht beschnitten sind, sicher keinen Mann finden können. All das zählt nicht. Die Gesetze bestrafen denjenigen, der eine Beschneidung zulässt. Dafür setze ich mich ein. Ich möchte klarstellen, dass wir für die Gesundheit der kleinen afrikanischen Mädchen, die hier leben, verantwortlich sind. Sie sind wie die weißen Mädchen Französinnen. Sie sind Europäerinnen. Unterstützt in ihrem Kampf wird Linda Weil von einem jungen Künstler aus Mali. Mit engagierten Liedern macht er auf die Gefahren aufmerksam, will aufklären und junge Afrikaner animieren, sich von dieser unheilvollen Tradition abzuwenden. Ich habe mir Gedanken gemacht zum Thema Beschneidung. Ich weiß, dass in Mali über 80% der Frauen und Mädchen beschnitten sind. Das ist Tradition. Ich entschloss mich, ein Lied zu diesem Thema zu schreiben, damit ich die Leute aufrüttle, sie anrege, über diese Tradition nachzudenken, zu realisieren, dass nicht alle Traditionen einfach gut sind, dass einige sogar gefährlich sind.
Einige muslimische Gruppen griffen mich deshalb an, in Zeitungen und am Radio. Sie sagten, es sei satanisch, gegen die Beschneidung der Frau zu singen. Ich sei dazu manipuliert worden. Was stimmt ist, ich bin vehement gegen diese Tradition.